So Leute, willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot. Start. Neues Spiel, los. Herzlich willkommen. Bla bla bla. Ja, ja. Auf geht's. Magst du lahme Wortspiele, über die man nur seufzen kann? Muss mich kurz überlegen. Nein. Kannst du dich auf etwas konzentrieren, wenn es dein Interesse geweckt hat? Ja. Die Straße gabelt sich nach rechts und links. Rechts soll sich ein Schatz befinden. In welche Richtung gehst du? In keine natürlich. Bei Ausflügen in den Ferien gehst du... allein. Endlich Sommerferien. Wo möchtest du hinfahren? Zum Strand. Hast du das Gefühl, dass du in letzter Zeit alles langsamer angehst? Fühlst du dich einsam, wenn du allein bist? Nee. Aus dem WC ragt eine menschliche Hand und winkt dir zu. Wie reagierst du? Ich schüttle die Hand. Junge, du scheinst der freche Typ zu sein. Du tendierst dazu, zynisch zu sein. Und doch hast du etwas Anziehendes und Liebenswertes an dir. Aber sagst du nicht manchmal arrogante Dinge zu anderen? Machst du diesen Fehler? Oder nennen die Leute dich auch eingebildet, eitel oder selbstsüchtig? Haben sie schon mal so etwas gesagt? Wie? Ich soll verschwinden? Du, komm und sag das nochmal. Schluck. Tut mir leid, meine Gefühle haben mich überrannt. Es tut mir wirklich leid, ehrlich. Wie dem auch sei, deine kühle und unernährbare Art macht dich aus. Diese Art macht dich unausstehlich und unwiderstehlich zugleich. Ein frecher Typ wie du sollte das Pokémon Gagabot sein. Kommen wir zum Abschluss. Wen möchtest du als Partner wählen? Wähle das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest, aus der Gruppe. Ach komm, nimm Glumanda. Wer ist dein Partner? Ja. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Mach's gut. Jo, Mann. Bis später. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Trrrt. Entschuldigung, hallo. Bitte wach auf. Komm, mach endlich deine Augen auf. Oh, Glumanda. Endlich bist du aufgewacht. Das ist großartig. Wo bin ich? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Glumanda. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wie bitte? Du bist ein Mensch? Also siehst genau wie ein Gagabot aus. Wirklich. Das stimmt. Ich bin ein Gagabot. Aber wie und warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Genau, ich heiße... wie heiße ich? Ich heiße... Ach Gott, komm schon. Nee, nicht T. Kompliziert. So. Sascha. Jo. Oh, du heißt Sascha? Nun, der Name klingt lustig.
Irgendjemand, Hilfe, bitte Hilfe. Oh, da hinten ruft jemand. Und Smetbo. Ist ja was passiert? Wie fürchterlich! Mein Robby ist in eine Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sich plötzlich geöffnet und mein Robby ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um selbst hinauszukommen. Als ich meinem Baby helfen wollte, wurde ich plötzlich vom Pokémon angegriffen. Bitte? Du wurdest vom Pokémon? Ach nee, du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Sie sind wohl durch die Erdspalte sehr aufgebracht und außer Kontrolle, denke ich. Ich bin zu schwach, um es mit wem Pokémon aufzunehmen. Was wird nur aus meinem Baby werden? Oh, was soll ich nur tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Go, go! Begib dich zum Zielort, ja, ja. Klein Hein 2 oder was auch immer. Ja, 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 ja. So geht das alles. Okay. Nein! Egal. Ja, ja, ja. Sinnelbeere. Oder Sinelbeere. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie man hier springt. Oh, schon fertig. Toll. Mami, wo bist du? Schniff. Wir sind hier, um dich zu retten. Huch. Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Okay. Ah, oh, mein Baby ist gerettet. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie ich euch jemals danken kann. Oh, das war doch selbstverständlich. Die Zeiten sind gefährlich. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass dein Kleiner unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte sagt mir zumindest euren Namen. Ich heiße Glumonda. Und dies ist Sascha. Cool. Sieht mich mit voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen, ist mir ja fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, könnte mir Spaß machen. Vielen Dank, Glumanda und Sascha. Ich weiß es nicht annähernd. Achso, ich weiß, es ist nicht annähernd genug, aber bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an.